Für Italien beginnt die Weihnachtszeit als rote Zone. Die letzten Einkäufe sind erledigt. Seit Donnerstag früh gilt im Land die höchste Stufe der Corona-Maßnahmen. Geschäfte und Lokale sind geschlossen. Nur dringend notwendige Besorgungen wie Lebensmittel- oder Apothekeneinkäufe sind erlaubt. Die Reisefreiheit ist stark beschränkt. Bis zum 6. Jänner ist es untersagt, die eigene Kommune zu verlassen. Ausgenommen sind Dörfer mit weniger als 5.000 Einwohnern. Pro Tag ist ein einmaliger Besuch jeweils zweier Personen bei Verwandten oder Freunden in der eigenen Wohngemeinde erlaubt. Kinder unter 14 Jahren oder Personen mit Behinderung können zusätzlich mitgenommen werden. Ausnahmen von den Regeln sollen de facto nur aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen möglich sein. Religiöse Feste sind bis 22 Uhr gestattet. Wer bis zum 15. Jänner aus dem Ausland nach Italien einreist, muss sich in 14-tägige Quarantäne begeben. Inwieweit Versammlungsverbote in Privatwohnungen eingehalten werden, wollen die Behörden nicht kontrollieren, da diese verfassungsrechtlich besonders geschützt sind. Gleichwohl appellierte die Regierung an die Menschen, die verschärften Regeln einzuhalten. Der harte Lockdown soll von 28. bis 30. Dezember sowie am 4. Jänner etwas gelockert werden. An diesen Tagen wird ganz Italien zur Orangenzone, der zweithöchsten Stufe der Einschränkungen. Dann sollen Geschäfte kurzzeitig öffnen können und die Fortbewegung innerhalb der jeweiligen Städte oder Gemeinden ohne Angaben von Gründen möglich sein. Italien bereitet sich indes auf die große Impfkampagne vor, die am kommenden Sonntag beginnt. LKWs mit Impfstoffen des US-Pharmakonzerns Pfizer-BioNTech sind von Belgien in Richtung Italien unterwegs. Sie sollen von der Grenze in Richtung Rom von Fahrzeugen der italienischen Sicherheitskräfte eskortiert werden. Das Innenministerium in Rom warnte vor der Gefahr von Überfällen auf Impfstofftransporte. Kriminelle könnten versuchen, Impfdosen zu stehlen, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Die römische Krankenpflegerin Claudia Alivianini, die in dem auf Infektionskrankheiten spezialisierten Krankenhaus Bellanzani beschäftigt ist, ist die erste Italienerin, die gegen das Coronavirus geimpft werden soll. Für die 29-Jährige ist es eine Geste der Liebe den Mitmenschen gegenüber, sich impfen zu lassen. Zwei Ärzte und eine Forscherin des Krankenhauses werden dann bei der Impfung folgen. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte bekräftigt, dass sein Kabinett keine Impfpflicht einführen werde. In Italien gilt das Prinzip der Selbstbestimmung. Jede Behandlung muss auf freiwilliger Basis erfolgen. Bis April sollten laut seiner Schätzung 15 Millionen Italiener geimpft worden sein. Am Mittwoch wurden 553 Personen gemeldet, die am oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Damit wurde die Schwelle von 70.000 Todesopfern seit Beginn der Pandemie überschritten. Die Zahl der Neuinfizierten in 24 Stunden lag bei 14.522.